Hallo meine Lieben und herzlich willkommen wieder einmal zurück bei Cyrils Brettspiel. Heute sprechen wir über Scooby-Doo Escape Haunted from the Haunted Mansion. Und das Ganze ist das Scooby-Doo Escape Spiel. Nun muss ich dazu sagen, gleich vorab, dieses Spiel gibt es nur in Englisch. Es gibt das Spiel noch nicht in Deutsch. Das heißt, da es auch ein Escape Room Spiel ist, sollte man hier, weil es sehr geschichtslastig ist, doch wirklich erstens sehr gut im Englischen sein und zweitens auch mit der Scooby-Doo-Brand etwas verbunden sein. Wenn man also Scooby-Doo nicht kennt, sollte man das hier vielleicht an der Stelle nicht kaufen. Und wenn man im Englischen nicht wirklich fit ist, sollte man das auch nicht kaufen. Sonst bietet das Ganze aber ein schönes Einsteiger-Escape-Spiel mit Kartenunterstützung und die Karten helfen einem hier weiterzugehen. Es gibt auch Umschläge, Secret Envelopes, die man dann macht. Und das Ganze ist eine schöne, aber auch leichte Rätselei. Es gibt von den Escape, Coded Chronicle Games von The Op auch noch andere Spiele in anderen Universen, zum Beispiel Goonies. Dazu werde ich auch noch mal ein Video machen. Aber mir hat Scooby-Doo ehrlich gesagt am besten gefallen, gerade weil die Herausforderung der englischen Sprache für alle, die natürlich keine Muttersprachler in Englisch sind, immer eine zusätzliche Herausforderung ist. Und bei Scooby-Doo waren die Rätsel so einfach gestaltet, dass das keine große Hürde für mich war. Ich greife dem jetzt schon vor, bei Goonies war das etwas anders. Da haben wir uns dann gefragt, sind wir nicht clever genug, verstehen wir die englischen Sätze nicht, obwohl wir dachten, wir verstehen sie. Aber es hat natürlich auch immer was mit Slang und Flavor zu tun, also damit, dass man thematisch drin ist. Und wenn man nicht weiß, wer Scooby-Doo ist oder wie die Charaktere da agieren, dann ist das mit dem Englischen auch. Dann kann man noch so gut im Englischen sein, dann kennt man das eben nicht und denkt nicht, ah ja, das ist so. Alles in allem ein relativ einfach gehaltenes Escape Room Spiel, aber ich muss sagen, ich kenne ja nun relativ viele Escape Room Spiele oder Escape Spiele, Exit Spiele, nennt sie wie ihr wollt. Und ich finde, der Schwierigkeitsgrad sollte für mich auch so sein, dass ich es auch gerne rausholen kann, mal am Abend mit Nichtspielern und es spielen kann. Und vor allen Dingen ich dort nicht irgendwie 30 Minuten, 45 Minuten vor einem und demselben Rätsel sitze, dann denke, nee, einen Hinweis nimmst du nicht, du schaffst das auch ohne, und dann nach 45 Minuten der Frust einsetzt. Das finde ich nicht gut. Dieses Gefühl hatte ich bei Scooby-Doo nie. Und deswegen hat mir das Coded Chronicles Game von The Op gefallen. Ich möchte dazu sagen, das Ganze ist in Deutschland auch erhältlich in einschlägigen Läden. Das heißt, ihr könnt es auch bekommen. Das habe ich selber im Vorfeld nochmal gecheckt. Aber ihr habt meine Hinweise gehört. Kleiner Spoiler an der Stelle noch, ohne auf das Spiel eingehen zu wollen. Meine Frau hat es auch gemocht und das, wisst ihr, ist für mich immer ein großer Pluspunkt. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video. Mal gucken, was ich dann habe. Ein kleines, ein großes oder ein mittleres Spiel. Wer weiß das schon? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Nils. Tschüss.